Und weiter geht's in unserem Programm, liebe Zuschauer, mit Spiel und Gadgets. Das ist ein ganz wunderbares Thema und ich weiß, dass in jedem von Ihnen noch ein kleines Kind steckt. In mir genauso, in meinem Kollegen, dem Carsten, steckt ein richtig, richtig großes Kind drin. Denn er liebt diese Spielereien, die wir haben. Aber man muss schon dazu sagen, eigentlich ist es mehr wie Spielereien. Denn wir sprechen von ganz, ganz tollen Modellen. Ich muss es ablesen. Zu Wasser, an Land und in der Luft. Oh ja. Denn wir haben ganz tolle Boote da. Wir haben ganz, ganz tolle Autos da und wir haben eben auch was für die Luft. Ja, genau das ist es. Und da werden wir mal einen schönen, breiten Überblick geben über das, was wir so alles für Sie im Programm haben, liebe Zuschauer. Und Jana hat vollkommen recht. Als Kind oder auch als Teenager machen natürlich solche Gegenstände richtig Spaß. Aber auch als Erwachsener hat man sicherlich noch seine Freude dran. Da geht es aber weniger um das Spielen mit dem Spielzeug an sich, sondern vielmehr für die Väter und für die Großväter. Genau. Natürlich auch um das Funkeln in den Augen ihrer Enkel bzw. ihrer Söhne. Wobei wir uns bitte nicht nur auf die Jungs konzentrieren wollen, auch Mädels haben da einen riesen Spaß dran. Und ganz ehrlich, Jana, als ich so alt war wie mein Sohn heute, ich hätte mir wahrscheinlich beide Beine ausreißen lassen, wenn es solche Möglichkeiten für mich gegeben hätte. Schau mal, keine 60 Euro für ein richtiges Speedboot. Und das Ganze natürlich ferngesteuert mit 40 Meter Reichweite. Den ganz einfach mal auf den Teich setzen, bitte vorher mal informieren, ob das rechtlich zulässig ist. Aber im Allgemeinen hat da keiner wirklich was gegen, wenn du es nicht gerade nachts um zwei versuchst, direkt in einem Anwohnergebiet und dann kann die Reise losgehen. Und der geht mal richtig ab jetzt hier, unser Speedboot. Der ist also mal richtig schnell unterwegs und das liegt natürlich unter anderem an diesen beiden Turbinen, die wir da hinten haben. Das ist schon was ganz, ganz Tolles. Guck mal hier, das könnten wir schon sein hier, oder? Das könnten wir zwei sein, da hätte ich auch absolut nichts dagegen, Carsten. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Speedboot. Und man kennt das, wenn man meistens sind es ein bisschen die Reicheren, die sowas machen. Absolut. Speedboote natürlich auch ein kleines Vermögen kosten. Ich hatte mal das große Glück, vor einigen Jahren mal selber in einem solchen Speedboot Platz nehmen zu können. Ich behaupte aber, der Pilot seinerzeit, der ist vielleicht gerade mal mit 30 oder 40% Leistung unterwegs gewesen. Wenn man da mal so ein Rennen verfolgt, gelegentlich wird es also im deutschen Fernsehen mitunter also auch schon mal im Pay-TV übertragen. Das ist schon was ganz Spektakuläres. Und das ist ein wunderschönes Modell, liebe Zuschauer. Und Ihnen ist wahrscheinlich also auch schon diese Detailverliebtheit aufgefallen. Wir haben natürlich jetzt hier auch die ganzen Sponsorenaufkleber, die vermeintlichen mit drauf. Natürlich auch die Startnummer, in dem Fall ist es die 55. Und bitte, es ist nicht nur zum Anschauen ein richtiges Highlight. Wir haben natürlich jetzt hier auch an die Sicherheit gedacht. Der Hersteller Simulus hat das entsprechend getan. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Propeller natürlich die Antriebswelle sofort stoppt, wenn man das Boot aus dem Wasser nimmt. Das ist natürlich ganz klar. Da ist also auch professionell ein sogenanntes Stevensrohr aus Metall verbaut, das heißt speziell der Antriebsstrang, ja das Nonplusultra, speziell bei so einem Speedboot, ist hier also ausgesprochen hochwertig gemacht. Und was ich witzig finde, was mir im Vorfeld auch noch gar nicht aufgefallen ist, die Köpfe hier von den beiden Piloten, vom Steuermann und natürlich auch von seinem Co-Piloten hier, die sind so leicht federnd gelagert, das heißt während des eigentlichen Fahrspaßes bewegen die sich auch noch so ein wenig. Das heißt, das sieht da wirklich so aus, als wenn die beiden hier am Steuer sitzen würden und richtig ordentlich Gas geben. Das Hammer. Ist ja toll. Also das ist ein wahnsinnig tolles Speedboot und liebe Zuschauer, Carsten hat es eingangs gesagt, unter 60 Euro. Ja. Jetzt ist es mal was man sich leisten kann. 56,91 mit den Kindern mal wieder ein bisschen mehr draußen machen. Ja, eben. Zum nächsten Baggersee fahren oder vielleicht auch zu dem tollen kleinen Bächchen und dann einfach mal dieses Speedboot zusammen mit den Kindern sausen lassen. Eine wirklich wahnsinnig fantastische Sache. Ja. Und ihr sagt das immer wieder, früher konnte man sich sowas gar nicht leisten und hat es dann immer aus der Ferne angeschaut und hat gedacht, oh, wie gern hätte ich das. Ja, jetzt kann man seinen Kindern ermöglichen, seinen Enkeln ermöglichen. Ja, ganz genau. Und da schnappst du dir ganz einfach mal deinen Sohnemann oder deinen Enkel, deine Enkelin oder auch mal deine Tochter, gerne auch mit der ganzen Familie. Denn das ist wirklich ein Spektakel. Da suchst du dir ein schönes stehendes Gewässer aus und dann jagst du mal schön über die Fluten da drüber. Und ich garantiere Ihnen, liebe Zuschauer, mit so einem Vergnügen, gerade auch bei schönem Wetter, wo natürlich jeder gerade am Wochenende auch unterwegs ist, bleiben Sie nicht lange alleine. Also ich habe das schon häufiger festgestellt. Bei uns gibt es also auch so in den Naherholungsgebieten in den Kölner Randbezirken verschiedene stehende Gewässer, Aachener Weiher und dergleichen. Und da wird sowas natürlich auch ganz gerne mal zu Wasser gelassen. Und ganz ehrlich, die Leute stehen da also wirklich am Ufer und schauen sich das Spektakel an. Das ist natürlich auch mal was Außergewöhnliches. Also es sind viele, speziell auch in meinem Alter oder noch ein paar Jahre drauf, die dann auch sagen, Mensch, das hätte ich also als Kind, hätte ich mir
Bein und Bein ausgerissen, um das hier irgendwie zu bekommen. Das macht schon Spaß. Alleine wenn der vorne, wenn du mal richtig ordentlich Gas gibst, hier so mit der Nase aus dem Wasser kommt, der hat diese Frittentheke, sagen wir bei uns im Kreis immer dazu. Die Diskussion hatte ich vor kurzem mal mit einem Redakteur, du erinnerst dich, ja? Haben wir jetzt hier hinten drauf, das heißt, der Anpressdruck auf das Wasser ist entsprechend gegeben und dadurch kriegt er diese schnittigen Bewegungen, auch diese Haken, die du damit schlagen kannst. Das ist spektakulär. Also Hubschrauber und dergleichen hat man bestimmt schon mal gesehen, auch in kleinen und großen Varianten, aber das hier, finde ich, ist etwas ganz, ganz Spektakuläres. NC 1614 und die 569, liebe Zuschauer, für nur 56,91 bekommen Sie unser funkferngesteuertes Speedboat, können mit den Enkeln, mit den Kindern mal wieder ein bisschen mehr draußen sein. Und da wird Ihnen die Fernbedienung aus der Hand gerissen von jedem, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt zum TV-Sonderpreis, also bitte gleich durchklingeln und bestellen mit der 0180 51 51 und dreimal der 2. Die Bestellnummer nochmal, die NC 1614 und die 569. Jetzt waren wir auf dem Wasser. Ja. Und jetzt gehen wir ans Land. Unser nächstes Produkt kommt. Und das ist ein kleiner, süßer Traktor. Dankeschön, Vielen Dank, Diana. Hast Schau du das Funkeln hier. In ihren Augen gesehen? Ja. Ich war da jetzt, war das vor knapp 2 Wochen, auf der Intermodellbau in Dortmund. Die weltweit größte Messe für Funktionsmodellbau und Modellbau im Allgemeinen. Wow. Und in jeder Halle hattest du unterschiedliche Elemente. Die hatten auch eine Halle speziell für die Wassergeschichten. Aha. Ferngesteuerte U-Boote gibt es auch, wobei sich mir der Sinn eines ferngesteuerten U-Bootes noch nicht wirklich ergründet hat. Aber gerade diese Geschichten, auch die großen Yachten, die du da fahren konntest, super. Etwas ruhiger zugegebenermaßen. Aber auch das hier ist etwas, was ich unter anderem auf der Bühne präsentiert habe. Im Maßstab 1 zu 14 hier mal ein tolles Modell. Im Maßstab 1 zu 18 wirklich naturgetreu nachempfunden. Ein Traktor natürlich. Und den findet man jetzt gerade aktuell häufig auf den Straßen. Die Bauern düngen natürlich auch die Felder. Im Herbst holen sie dann entsprechend die Ernte rein. Bei uns sind es die Knollen-Traktoren mit den entsprechenden Anhängern, die da unterwegs sind. Und du zeigst es gerade, der ist natürlich voll umfänglich funktionstüchtig. Das heißt, er kann seinen Arm vorne heben und senken. Die Schaufel spielt natürlich auch mit. Und auch der hintere Bereich ist entsprechend steuerbar über diese beiden Knöpfe da vorne. Hier? Ja, ja. R1 und L1 für die PlayStation-Fans unter Ihnen. Wow. Ja. Oh ja, zack. Da kannst du also auch die Ladung, die du hier von mir aus eingebracht hast, dann später in der Scheune oder am Werk, in der Fabrik oder was auch immer Sie da spielen möchten, auch ganz einfach auskippen. Mit Rasselkette natürlich mit dran, also ausgesprochen detailverliebt. Und das macht schon richtig Spaß. Ist übrigens für mich persönlich eine unglaubliche Herausforderung. Ich habe mal eine Roadshow moderiert mit einem Showanhänger mit 2,5 Tonnen Gesamtgewicht. Und vorne war ein T5-Bulli entsprechend aufgemacht dran, um das Ding zu ziehen. Du musst ja bei so einem Gespann, wenn du rückwärts fährst, jeder LKW-Fahrer wird lachen, wenn ich das jetzt so sage, nach rechts lenken, wenn du nach links fahren willst. Oh, du musst so ein bisschen Seiten, ja genau, musst du ein bisschen seitenverkehrt denken, ja, siehst du? Und das ist gar nicht so einfach umzusetzen, also auch für Kinder durchaus eine Herausforderung, neben diesem fantastischen Ansatz des Spielens. Oh, ja, da werden Lego-Steine sicherlich hier bewegt, da werden auch garantiert mal kleine Hölzchen bewegt, da wird vielleicht auch mal dem Papa geholfen, dann irgendwann jetzt im Sommer, wenn er vielleicht auch den Rasen vertikutiert oder mal das schöne neue Beet anlegt oder wenn Mama die neuen Pflanzen pflanzt, dann ist der Kleine natürlich entsprechend mit seinem Traktor mit dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann hier relativ schnell also auch die Ladefläche voll sein wird. Das macht Spaß, das Jana, macht oder? Das macht richtig viel Spaß. Vor allem, weil man hier auch so viele verschiedene Möglichkeiten ja. hat. Ich kenne so einfach Autos, die dann nach vorne und nach hinten fahren. Ja. Aber hier, liebe Zuschauer, auf unserer Fernsteuerung haben Sie so ein richtiges Lenkrad. Ja. Das heißt, mit diesem Lenkrad können Sie dann eben rechts und links lenken. Sie sehen es auch hier am Traktor gleichzeitig rechts, links. Und dann kann man nach vorne und nach hinten, dann kann man eben diese tolle Schaufel hier vorne bewegen. Das heißt, man könnte das auch mit in den Sandkasten nehmen und ein bisschen Sand schaufeln. Absolut. Ne? Absolut. Und da ist natürlich auch entsprechend dran gedacht worden. Schau dir mal die Profilreifen an. Also auch da siehst du wieder die Liebe zum Detail. Und ich habe viele detailverliebte Modelle gesehen auf der Intermodellbau, muss ich zugeben. Auch im Maßstab 1 zu 14, 1 zu 16 mitunter. Das eben hier das Verhältnis 1 zu 18. Schau mal hier, alleine die Reifen. Wahnsinn, guck mal, die sind also mit einem vollen Profil ausgestattet, wie das bei dem Traktor so ist. Vorne die kleinen, hinten die großen, weil hinten die Antriebsachse ist, damit der also auch die Power umsetzen kann. Das ist schon spektakulär. Das ist aber eher ein etwas moderneres Modell. Total, oder? Ja. Das ist der Wahnsinn. Liebe Zuschauer, ich habe ja einen kleinen Neffen, der ist jetzt 2,5 und der ist natürlich verrückt nach solchen Dingen. Das glaube ich aber gerne. Mein Bruder sagt dann immer, du, Spielzeug ist einfach so kostspielig. Und man
sollte ich die Kleinen ja auch nicht zu arg verwöhnen, dass man denen alles gibt, ne? Weil dann verlieren sie so ein bisschen dieses... wie nennt man das? Ne? So den Bezug zur den Realität. Bezug. Richtig, ja. Genau. Aber dafür so ist man doch Kind, oder? Ja, ne? Genau. Ja, ich habe Stress, aber später kind. Im Alter noch genug. Und wenn man so einen tollen ferngesteuerten Traktor mit so vielen Möglichkeiten bekommt, mit einem Anhänger dran, mit der Schaufel, mit der Kippfunktion, für 37,91, dann sagt man, ach komm, das Spielzeug gönne ich meinem Kind oder meinem Enkel. Es macht so viel Spaß, auch mir übrigens, ganz, ganz viel Spaß, hier diesen süßen Traktor zu steuern. Und da können Sie natürlich jetzt mitmachen. Verschenken oder auch für sich selbst, liebe Zuschauer. NX 12 22 und die 569 37 91. Ein Wahnsinns-TV-Sonderpreis für Ihren neuen funkferngesteuerten Traktor. Schon mal da ein bisschen Gemüse eingeladen. Ja, guck mal, der hat 15 Meter Reichweite. Da kannst du vom Sofa aus bestimmt mal in die Küche fahren und vielleicht mal bei Mama mal so gegen die Wade titschen. Und vielleicht fällt ja ein bisschen was ab vom Kochen oder so, von der Vorbereitung, gerade beim Backen oder so. Und das holst du dir dann mit dem Traktor ins Wohnzimmer. Was glaubst du, ist das ein Highlight? Oder? Ah, gerade mal auch so ein typischer verregneter Sonntag oder was. Hier kannst du ja nicht nur draus, hier kann man doch super mal innen steuern. Mal so einen schönen Parcours aufbauen oder ganz einfach mal Bauernhof spielen. Sie werden ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Das waren schon mal zwei Highlights. Das Boot und der Traktor, absolut fantastisch. Aber wir machen weiter zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und da haben wir noch ein paar schöne das Modelle vorbereitet. Das nächste Produkt kommt und da ist einiges dabei. Dankeschön, Diana. Wow. Vielen Dank. Was haben wir denn da? Das ist mal was richtig Cooles. Das ist nämlich jetzt hier unser Steckbaukasten von Playtastic natürlich. Und da haben wir natürlich nicht nur dieses Fahrzeug, was man eben auch fernbedienen kann, was eben auch vollumfänglich funktionstüchtig ist. Und ich sehe gerade, die Kollegen waren fleißig, haben hier mal einen richtig coolen Rennwagen draus gebaut. Das ist ja cool. Das ist so eine Mischung, glaube ich, aus Ferrari und Red Bull, was oder? Wir hier gerade sehen, oder? Absolut. Schau mal hier, wie nennt man das? Dieses Heck? Ja, das ist ein ganz normaler Spoiler hinten für den Anpress. Das, was du meinst, das ist die Frittentheke. So hat man das die früher Frittentheke. Bei uns. Ich komme aus Bergheim, da kommen also auch die Manta-Witze her aus den 80er, 90er Jahren. Insofern hat man früher bei uns Frittentheke dazu gesagt. Aber ist das nicht cool? Das ist richtig cool. Jetzt überleg mal bitte. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Kollegen im Lager da jetzt hier mit vier erwachsenen Männern übereinander gehangen haben. Was bauen wir draußen? Guck mal, da haben wir noch einen roten dran. Da hast du mal einen blauen Vierer, hast du mal einen gelben Dreier. So ungefähr, ja. Also ist doch wie bei uns früher im Kinderzimmer. Da konnte man stundenlang auf dem Boden sitzen, ein paar bunte Steine vor sich liegen. Und man war brillant beschäftigt. Und das regt natürlich auch die Fantasie an. Ist super für die Haptik, speziell von Kindern, weil man natürlich hier also auch irgendwie mit den Steinen zurechtkommen muss. Die sind absolut pflegeleicht und sehr, sehr einfach zu versetzen. Aber man muss sich dann schon überlegen, wie macht man das? Brauche ich jetzt den Vierer, setze ich den Dreier an? Dann machst du jetzt hier mal einen schönen Rennwagen draus. Als nächstes machst du mal einen Traktor draus oder von mir aus auch mal einen LKW oder was. Oder mal ein Fantasieauto. Und wenn du von mir aus sowas wie Kit von Michael Knight hier, David Hasselhoff oder was draus machst, mit Schwarzenstein, auch eine Idee. Da wird jeden Tag, von mir aus auch mehrmals am Tag, etwas anderes zu erwarten sein. Und der geht richtig ab, der Kerl, und oder? Und das ist das Tolle. Du, also richtig abgehen, ich würde es gerne mal auf dem Boden ausprobieren, weil wir haben hier so wenig Platz auf der Theke. Darf ich mal abgehen lassen? Können wir das? Können wir das? Ja? Ich will mal abgehen lassen. So. Gucken wir uns das Ganze mal an. Übrigens, in der Summe sind 500 Steckbausteine mit dabei. Das heißt, Sie bekommen von uns für die 28,41 € nicht nur dieses tolle Auto, die Unterkonstruktion, das ist die Platte mit dem Motor und den Rädern drunter. Sie bekommen natürlich die Fernbedienung mit dazu und 500 Bausteine insgesamt in 7 verschiedenen Farben. Da sind Vierer, Dreier, Zweier und so weiter dabei. Also da werden Sie richtig schön mit spielen können. So, wie sieht's aus? Ich gehe hier ab. Schau mal hier. Cool, oder? Ja, bei der Geschwindigkeit braucht er den Anpressdruck da hinten auch, oder? Das Tolle ist natürlich auch, dass es so einfach ist von der Bedienung her. Ne? Die Kinder, die werden hier ganz, ganz schnell den Dreh raus haben. Fantastisch. So. Guck mal hier. Yay, auch eine ordentliche Reichweite. Und das finde ich immer wichtig, weil du willst ja nicht immer nur 1-2 Meter dahinter herlaufen. Früher hat man diese Spielzeuge mit dem Kabel da dran, einen Meter lang, da bist du immer hinter dem Spielzeug hinterhergelaufen. Das war nach 2 Tagen langweilig. Das ist immer wieder neu, das ist immer wieder anders. Und es erinnert natürlich an ein gängiges Stecksystem, was man sicherlich also auch in jedem Kinderzimmer findet, egal ob in Massen oder eben in kleinen Varianten. Das heißt, die Kinder, die kennen das. Die Erwachsenen kennen das natürlich auch. Und das ist ein Highlight für jedes Kinderzimmer. Ich mache es gerade unseren Kameramännern ein bisschen schwer. Hast du gesehen? Ich bin immer vor und zurück und vor und zurück. Na komm, follow. Wuhu! Jetzt das macht so viel Spaß. Das ist der Wahnsinn. Ich komme jetzt zu dir. Achtung. Ja, bitte. Komm her. So.
Das ist schon genial. Was du natürlich auch machen kannst, und das mache ich mit meinem Sohn ganz gerne mal, vielleicht parallel zu diesem Teil noch einen coolen Helikopter oder sowas. Und dann spielst du mal so einen Helikopterangriff auf so ein, wie heißen sie, nach diese Autofilme hier. Komm welche Autofilme? Welche? Cars? Nee. Cars ist auch eine Idee. Oder? Aber hier, Vin Diesel und Paul Walker. Fast and the Furious. Fast and the Furious, ja. Ganz genau. Also da sind natürlich auch mal tolle Stunts mit dabei. Mitunter sind die Filme also auch für Kinder zum Teil auch freigegeben, sodass sie vielleicht auch schon mal den einen oder anderen gesehen haben. Und da kann man solche Szenen natürlich auch super nachspielen. Ich habe das früher gemacht. In Ermangelung von Computern oder von Spielekonsolen habe ich stundenlang, also mit Freunden bei mir im Kinderzimmer auf dem Boden gesessen. Wir haben uns Spielstraßen gebaut und immer wieder was Neues erfunden. Und dann natürlich auch kräftig gespielt und zu guter Letzt natürlich alles in die Luft geflogen. Das gehört natürlich dazu. Genau das gehört dazu. Liebe Zuschauer, NC1526 und die 569 für nur 28,41 bekommen Sie dieses tolle Auto mit der Funkfernbedienung inklusive 500 Steckbausteine. Und das ist der Wahnsinn. Da werden die Kinder stundenlang beschäftigt sein, weil man da ja so viel Verschiedenes machen kann. Ja. Ich finde das ganz toll. Kinder werden kreativ, probieren sich aus. Ja. Das auch bei unserem nächsten Produkt. Und hier kommt es. Jetzt wird es noch größer hier. Oh ja. Jetzt haben wir so einen Riesen-LKW. Oh. Dankeschön. Guck mal hier. Da waren wir schon richtig fleißig. Schau mal hier im Vorfeld. Wow. Caro hat das L noch ergänzt. Ich danke dir sehr dafür. Ja. Aber das ist natürlich jetzt mal eine ganz, ganz tolle Geschichte hier. Denn ich kenne kein Kind. Ich kenne auch keinen Jugendlichen. Und ich muss zugeben, ich kenne auch wenig Erwachsene. Speziell die Männer oder die männlichen Zuschauer unter uns. Oder auch grundsätzlich im Freundes- oder Bekanntenkreis. Die Trucks, speziell diese amerikanischen Trucks, diese großen dicken Dinger mit der dicken Hupe, nicht in irgendeiner Art und Weise cool finden. Der eine sieht das Technische daran, der nächste sieht einfach diese coole Optik. Da macht man sich vielleicht noch die Mühe und bemalt die so ein bisschen so mit Flammen drauf und alle möglichen Geschichten. Ja, und das ist schon klasse. Allein die Zugmaschine alleine ist schon sensationell. Jetzt hat die hat Power, Der hat Power. Jetzt hat die natürlich auch noch den Auflieger hinten drauf, den du ganz einfach runternehmen kannst und da jetzt beispielsweise auch mal ganz einfache Transporte machen kannst. Und das finden die Kinder, das findet mein Sohn immer großartig. Auf der Autobahn, wenn ein schwerer Truck neben uns fährt. Ja, dann möchte er mal gucken, was ist da drauf oder was mag da wohl drin sein auf der Ladefläche. Das ist schon eine richtig coole Angelegenheit. Ich finde das einfach so cool, dass das nicht nur ein ferngesteuertes Auto ist, sondern dass man hier wirklich bauen kann. Man kann hier so kreativ sein und gerade mit diesen Bausteinen, das lieben ja Kinder. Ne? Absolut. Mein Bruder hatte ganz viele Bausteine, meine Schwester und ich, wir haben immer ganz, ganz viel mit den Bausteinen hier gespielt. Und jetzt haben wir aber auf einem ferngesteuerten LKW noch eben die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Sachen zu bauen. Ich versuche mich gerade mal an einem Herz. Okay, das sieht aber schon sehr gut aus hier. Findest du? Ja. Naja. Man muss da Fantasie haben. Ich glaube, da gibt richtig. Es. Da gibt es mal gerade bei solchen Geschichten, wenn du deiner Fantasie freien Lauf lässt, gerade auch bei Kindern, und da können wir Erwachsenen uns manchmal noch mal eine Scheibe von abschneiden, da gibt es kein richtig oder falsch. Richtig. Da gibt es auch kein toll oder nicht toll, da ist alles toll. Und wenn die einfach nur zwei Steine zusammensetzen, das ist einfach ein riesengroßer Spaß. Natürlich muss man Kinder loben. Wäre schade, wenn man sie im Alter von 6, 7 Jahren oder was dann auf einmal schon anpammt, weil von mir aus jetzt das nicht so hundertprozentig gerade ist. Nein, die müssen ihre Welt auch erstmal entdecken. Richtig. Und wir Erwachsene sollten sie dabei unterstützen. Aber was mich immer fasziniert, ist die spielerische Art und Weise, wie Kinder da rangehen. Total. Denen ist das egal, ob das rot, grün oder blau ist. Wo wir Erwachsenen schon wieder denken, oh, passt das überhaupt? Ja. Die Kinder gehen damit unglaublich viel Fantasie ran. Ob das jetzt überhaupt umsetzbar ist, ob das in der Realität existiert oder nicht. Ist doch egal. Ja, lassen Sie Ihrer Fantasie ganz einfach mal freien Lauf. Und wenn das von mir aus ein Mars-Transportmittel ist, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja? Wow, der hat Power. Den setzen wir jetzt auch mal auf den Boden. Oder? Den setzen wir auch mal runter. So, den schnappen wir uns mal. Das ist so toll. Wissen Sie, es ist toll, wenn Kinder kreativ sein können. Und gerade diese Bausteine. Ich glaube, es gibt kein Kind, der nicht diese Bausteine liebt. Und hier haben wir jetzt einen riesen Truck mit dieser Möglichkeit, diese Bausteine hier kreativ zu sein einfach. Man kann hier kreativ werden, man kann hier sagen, auf dem LKW. So, zeig uns mal, was auf einem LKW vielleicht so alles drauf ist. Was hat denn der LKW heute geladen? Und dann baut das Kind irgendwas und erzählt ihnen Geschichten. Das ist der Wahnsinn. Kinder haben so eine tolle Fantasie und erzählen dann immer, was sie so machen. Unser Bruchpilot fährt gerade hier unseren riesen LKW und das macht ganz schön Spaß. Ist was das so einfach Kraft oder hat, hast du geübt?
Du, ganz ehrlich, du hast nur, du hast vorwärts, rückwärts und rechts und links. Also das kriegt jeder irgendwo hin. So not learning by doing. Jetzt haben wir natürlich auch einen sehr zuverlässigen Boden hier. Das heißt, so eine Rolle kann auch mal rutschen. Und da haben wir es nämlich jetzt hier. Nach links lenken. Zurücklenken und nach rechts steuern. Das ist das, was so schwer ist bei einem richtigen LKW. Ne? Da stoße ich mir heute noch die Hörner dran aus. Das ist schon faszinierend. Dran mitgeht. Wow. Hast du diesen coolen Sound gehört? Richtig cool. Wahnsinn. Liebe Zuschauer, und auch hier wieder ein toller Preis. 37,91 € ist unser TV-Sonderpreis. Normalerweise knapp 100 Euro. Jetzt bei Pearl TV für 37,91. Da heißt es jetzt ganz schnell zugreifen. NC1525 und die 569. Mit den Kindern mal ein bisschen spielen, kreativ sein. Lass mal den PC und den Fernseher aus. Nimm mal wieder was ganz Einfaches in die Hand. Streng mal wieder deine Fantasie an. Auch uns Erwachsenen tut das gut. Und ich muss auch zugeben, für mich selber, nach so einer Woche hier im Sender, wo du natürlich viel Remi-Demi hast, viel Labers und dich auf 1000 Sachen konzentrieren muss, ist das für mich auch etwas, wo ich ganz einfach mal wieder zu mir finde, wo ich geerdet werde, wo ich die Zeit mit meinem Sohn ganz einfach genieße. Und ich bleibe dabei, das sage ich im Prinzip, seitdem der Junge 2 Minuten alt ist, die Zeit wird unglaublich schnell rumgehen. Ich konnte mir das früher nie wirklich vorstellen, was meine Freunde und Bekannte damit meinten. Mhm. Aber irgendwann sind die 15, 16 Jahre alt. Da sind Kumpels oder die nächste Disco oder was dann viel interessanter als Mama oder Papa. Die sind ja alt, ja. Also nutzen Sie die Zeit aus, solange die Kinder noch diese Nähe tatsächlich suchen. Ich finde das einfach großartig. Und dann noch eine leckere Tasse Kakao mit dazu, ein bisschen was zu knabbern, ein paar Kekse. Und dann wird ganz einfach mal gebaut. Und anschließend hat man nicht nur ein gebautes Objekt, sondern kann auch noch damit fahren. Das ist für Kinder das Größte. Und Papa freut sich natürlich über die leuchtenden Augen der Kinder. Schön, ja, oder? Total schön. Jetzt waren wir im Wasser, am Land. Und jetzt, liebe Zuschauer, gehen wir in die Luft. Oh. Jetzt kommt unser erster Luftmodell hier. Vielen Danke, Dank. Diana. Vielen und Dank. Hier ich krieg haben die Macht. Wir, das ist gefährlich. Yo. Und hier haben wir einen Hubschrauber. Mach anders Teil. An der Seite. Guck mal, da ist der kleine Knopf. Dieser kleine beigefarbene Knopf. Ich zeige Ihnen mal, dass Sie das dann auch wissen, wenn Sie ihn zu Hause haben. Kleiner beigefarbener Knopf. Einmal an. So. Ist der Tank voll? Der Tank ist voll. Du weißt, dass das gefährlich ist, wenn du ihn so kurz vor deiner Nasenspitze hältst. Ne? Das hat weniger etwas mit den Rotoren zu tun, als vielmehr mit dem Zusatz. Warte mal. Ist nicht ganz voll. Schade. Da ist eine Spritzfunktion mit dabei. Ich dachte, jetzt, wo sie ihn gerade so vor der Nase hat, ist das natürlich mal eine tolle Angelegenheit. Hier ist ein kleiner Tank hinten dran. Das heißt, der hat vorne eine Spritzfunktion und kann hier locker bis zu 2 Meter Wasser verspritzen. Nein. Das sind so 4, 5 Wasserstöße. Und das sind genau solche Dinger. Dieser Helikopter und beispielsweise dieser Truck, den wir gerade gesehen haben. Da fliegst du dann mit dem Helikopter in so einer Steilkurve auf diesen Truck dann zu. Den steuert dann von mir aus der Papa, während der Sohnemann versucht, hier die Ladung noch zu retten. Wow. Das ist wie James Bond für kleine Kinder. Du merkst, da gibt mir jetzt schon wieder die Fantasie durch. Achtung, ich starte mal gerade. Ja, starte mal. Achtung. So, ready for takeoff. Vorsicht. Ich glaube, ich lasse ihn lieber eben stehen. Machen wir von der Theke, oder? Eben stehen. Karten festhalten, Vorsicht, der macht Wind. So. Achtung, los geht's. So. Und da fliegt er. Ist das der Wahnsinn? Ein Spektakel, liebe Zuschauer. Der Hubschrauber geht in die Lüfte. Und auch hier müssen wir wieder sofort den Preis nennen, Carsten. 28,41. Das ist der Wahnsinn. Ein ferngesteuerter Hubschrauber, liebe Zuschauer. Und jetzt wird er sicher gelandet. Guck mal hier, mit ganz viel Gefühl. Wow. Wo wir ihn gerade so sehen, wir können natürlich auch jederzeit hier das Licht an- und abschalten. Ja? Das heißt, die Positionsbeleuchtung, ich für meinen Teil finde das super, wenn ihr damit in der Dämmerung oder auch mal in der Dunkelheit, da kannst du mal alle Rollladen runter machen, ist doch cool, die Bude bauen. Cool. Ja? Und dann machst du ganz einfach mal die Lichter aus und dann hörst du nur den Sound vom Rotor. So wie das also auch in James-Bond-Filmen mitunter so ist. Und dann kannst du deiner Fantasie wirklich freien Lauf lassen. Ich garantiere Ihnen, liebe Zuschauer, die Damen bei Ihnen zu Hause, die Geschäftsleitung wird Angst um die Palmen oder die Pflanzen im Raum haben, aber sie brauchen keine Angst zu haben, dass den Kindern oder ihnen da irgendwas passiert. Ich bin da so selber schon mit den Fingern da in den Rotor rangekommen, da kann nicht wirklich was passieren. Bisschen Aua oder was, aber ansonsten ist das vollkommen in Ordnung. Mit dieser 3,5-Kanal-Steuerung kann den also wirklich nahezu jeder fliegen. Mit ein paar Minuten Erfahrung machst du schon die ersten coolen Flugmanöver hier. Schau mal, wie zuverlässig der fliegt. So, kommen wir jetzt zu Papa.
Hoppala, da ist er. So. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist für mich immer noch so ein Spektakel und das kennt man auch, wenn man das draußen steigen lässt. Alle gucken, alle gucken. Wow, wow, was ist denn hier? Und hier sehen Sie jetzt nochmal diese Spritzfunktion. Gott sei Dank war der Tank nicht ganz voll, liebe Zuschauer, sonst hätte ich jetzt eine Ladung abbekommen. Sie können das natürlich machen zu Hause. Es ist nur Wasser, das trocknet wieder, macht auch keine Flecken, ist auch nicht schlimm. Aber jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Papa jetzt mal wieder abends eingeschlafen ist oder Samstag von mir aus vor der Sportschau oder sowas, so wie das früher bei uns so war, dann fliegt der Sohnemann ganz einfach mal mit dem Helikopter hin und schießt Papa mal eben ganz locker flockig so eine Ladung Wasser unter die Nase. Was glaubst du, wie schnell Papa steht und sagt, okay, gut, bevor ich noch einen abkriege, dann spielen wir eben. Ja? Richtig. Das ist doch super witzig. Total. Für drinnen perfekt, aber natürlich auch mal an windstillen Tagen für draußen. Super. Warum nicht? Der hat eine ordentliche Reichweite. Passen Sie nur ein bisschen auf. Der hat jetzt hier diese Infrarot-Fernsteuerung. Das heißt, je nachdem, wie der Lichteinfall ist, kann es dazu schon mal zu Störsignalen kommen. Ich habe den größten Spaß und ich habe den auch zu Hause, mittlerweile auch schon zweimal. Wahnsinn. Bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Das ist einfach großartig. Das ist großartig, liebe Zuschauer. Und Sie können natürlich jetzt bestellen für nur 28,41 ein ferngesteuerter Hubschrauber mit dieser tollen Spritzfunktion. NC1993 und die 569 ist hier die Bestellnummer. Bestellen Sie das. Der nächste Geburtstag kommt, die nächste Kinderparty kommt. Es gibt immer Anlässe. Vielleicht auch einfach mal dem Enkelchen oder dem Patenkind etwas mitbringen. Ja. Hier haben Sie wirklich etwas, da werden Sie bei jedem Kind richtig landen. Ja. Denn so ein ferngesteuerter Hubschrauber, das möchte jeder haben. Da bin ich mir sicher. Großartig. Und ich muss auch ganz ehrlich noch mal dazu sagen, nicht nur die Jungs, ne? Auch den Mädchen macht das Spaß. Und wir gucken weiter. Wir bekommen nämlich noch ein Flugobjekt. Und das ein richtig großes hier. Schau mal. Danke, Sindiana. Wow, das ein ist meine riesiger Ansage. Ich danke dir. Vielen Dank. So, allein schon, also der Hubschrauber an sich. Boah. Und das ist wirklich mal, das ist kein Heli, das ist ein Hubschrauber. Ja? Hubschrauber. Aber auch bitte die Fernbedienung. Guck dir das mal an mit diesem Chrom-Finish jetzt hier. Also eine ganz, ganz tolle Angelegenheit. Man muss wohl dazu sagen, liebe Zuschauer, diese Geschichte, die wir Ihnen jetzt hier gerade anbieten, das ist etwas für den Außenbereich. Also der Hubschrauber hier, der kommt auf insgesamt 70 cm Gesamtlänge. Der hat einen Rotordurchmesser von 53 cm. 53? Ich überlasse es natürlich Ihnen ein Stück weit Ihre Hausratversicherung, ob Sie den auch mal in der Wohnung fliegen lassen wollen. Aber während die kleinen Modelle sicherlich auch keinen Schaden mal an einem Schrank oder was hinterlassen, ist das schon ein Modell, wenn da mal ein Rotor mal gegen den Schrank titscht, da haben Sie schon mal eine Katsche drin. Aber das Geniale daran ist einfach, dass wir hier eine Vierkanalsteuerung haben. Und während das kleinere Modell ganz einfach Front- und Heckrotor miteinander kombiniert, das macht das Fliegen einfach, kannst du hier bei diesem Modell fantastische Flugmanöver machen, weil Front- und Heckrotor getrennt voneinander agieren. Der fliegt sich genauso wie ein richtiges Modell. Wie du ihn fliegen möchtest, von der Tastenbelegung her. Es gibt Rechtshänder, Linkshänder, manchmal hast du eine Präferenz, wie du das steuern möchtest, von der PlayStation von mir aus mit Einstellungen, mit speziellen, kannst du das jederzeit wählen. Du kannst die Fernbedienung also deinem Flugverhalten anpassen. Wow, das ist ja cool. Der macht einen Wind hier. Ich habe den starten lassen. Ich habe mir den letztes Jahr nach der Messe in Berlin mit nach Hause genommen. Habe mir den kurz eingestellt, habe den Akku geladen, was relativ schnell und zuverlässig funktioniert. Und dann habe ich den ganz einfach mal draußen bei uns auf die Terrasse gesetzt und gestartet. Aha. Ja. Erste Mal ging also hinten in die Hecke, beim zweiten Mal flog er einmal mit Karacho gegen die Hauswand. Kein Thema, er hat es locker überlebt. Also das ist ausgesprochen robuste Qualität von Simulus. Da ziehe ich immer wieder den Hut vor, was die in diesem Feinmechanikerbereich da alles zu Werke bringen. Aber es dauerte, als ich dann so die ersten Flugmanöver hinbekommen habe und das Teil stabil in der Luft hatte nach so ein paar Minuten, paar Sekunden. Es gingen dann bei uns, das war ein Sonntagnachmittag, es gingen also dann die Fenster auf, da kamen die Nachbarn raus auf die Terrasse. Ich war natürlich dann auf Augenhöhe, dann auch mit der ersten, zweiten Etage mitunter. Die haben das mitbekommen, klar, die waren alle zu Hause und saßen gelangweilt wahrscheinlich vorm Fernseher. Überall streckten sie die Nasen raus und überall wurde gefachsimpelt. Schau mal, boah, sowas habe ich da schon mal gesehen und hier schon mal gesehen. Boah, und guck mal, hier ist das nicht irre. Das macht schon richtig Spaß. Die Männer, ich glaube, die Frauen haben die Männer angekettet, damit sie nicht gleich zu uns runter in den Garten kommen und einfach auch mal fliegen lassen wollen. Habe ich gesehen, wohlgemerkt, vergleichbare Modelle auf der Messe für ungefähr 220, 230 Euro. Ja, das ist völlig normal, normale Preise. Ne? Genau. Ja. Das ist normal, liebe Zuschauer, nicht aber bei uns. 113,91 ist unser TV-Sonderpreis für diesen riesigen Outdoor-Hubschrauber. Wow. Und das ist wirklich ein Wow, oder? Das ist ein richtiges Wow. Auch hier mit diesen Flammen auf den Rotoren. Das ist allein vom
Design her. Gerade in unserem Zuspieler, in diesem Video, da hat man von Weitem wirklich nicht sagen können, ist das jetzt ein Modellhubschrauber oder ist das jetzt ein echter Hubschrauber? Ja, ganz genau. Weil man das Gefühl hat, wenn man so ein bisschen weiter weg steht, das könnte, schauen Sie mal da, schauen Sie jetzt mal dieses Bild an. Das könnte wirklich auf eine wirklich größere Entfernung ein echter Hubschrauber sein. Richtig. Das könnte ein ADAC-Hubschrauber sein, einen, der den Verkehr beobachtet, ein Polizeihubschrauber, der einen Verbrecher jagt. Das stellen wir uns gerne vor. So ein Playmobil-Figürchen. Genau. So, wenn du dann von mir erst mal einen Haken drunter machst und erwischt das Playmobil-Figürchen, ist für die Kinder Weihnachten und Ostern in einem Tag. Für die Papas übrigens auch. Ja. Das ist schon großartig, das könnte auch ein cooler Militärhubschrauber sein im Einsatz oder irgendwie sowas. Das könnte auch ein Hubschrauber sein, der Verletzte von mir aus zum Krankenhaus fliegt. All solche Geschichten. Da ist die Fantasie einfach grenzenlos. Und das finde ich so faszinierend bei Kindern. Die machen sich keine Gedanken darüber, ob das politisch korrekt ist, ob das jetzt ein Militärhubschrauber ist. Wir Erwachsenen denken da gleich an Wunders was für Geschichten. Den Kindern ist es völlig egal. Die sehen den Spielansatz. Wenn das ein Polizeihubschrauber ist, der einen Verbrecher jagt, dann hat der vielleicht ein Kaugummi geklaut oder irgendwas anderes gemacht. Kinder werten so etwas oder nicht. Die spielen nicht einfach. Oder seinen Teller nicht abgeräumt. Das hat mein Neffe neulich gesagt. Ich habe ihm gesagt, hast du deinen Teller abgeräumt? Dann hat er gesagt, nein, kommt jetzt die Polizei. Ja, die verhaftet dich. Es sind so wirklich süße Ansätze, Kinder wie Kinder denken. Und gerade eben mit solchen Spielzeug ist eigentlich zu wenig gesagt, aber mit solchen Gadgets hier wird die Fantasie noch mehr angeregt. Wenn ich dem als zuhöre, wenn er allein in seinem Zimmer spielt, was der für Dialoge führt, dann mit einem Playmobil-Männchen oder eben hier mit dem Hubschrauber. Und ich rette euch und ich komme. Und das ist so toll, wenn man das seinen Kindern bieten kann. Und liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV haben wir wahnsinnig tolle Preise. Und bei 113,91, da sagt man, gut, das wird das neue Geburtstagsgeschenk oder vielleicht eben mal fürs Patenkind, ein Mitbringsel und dann gehen die Kinder raus, spielen wieder richtig. Denn leider ist es ja wirklich so, wir haben früher alle noch draußen gespielt. Wir haben uns die Knie aufgeschlagen, wir sind die Bäume hochgeklettert und waren stundenlang auf dem Tennisplatz. Unsere Kinder heute kommen nach Hause, machen das iPad an und sind erstmal 3 Stunden nur in dieser Welt vertieft. Ja, ist doch so. Oder ein Computer an oder was? Oder ein Fernseher an. Aber ganz ehrlich, das kann es doch nicht wirklich sein. Gerade so etwas Mechanisches, wo die Kinder auch mal selber ran müssen. Ja? Bitte da vorsichtig sein. Das Modell ist nicht zu unterschätzen. Ist wirklich sehr kraftvoll. Aber ich denke, wenn Papa oder Opa daneben steht, dürfte da an sich nichts mit passieren. Ein bisschen Platz brauchen sie dafür. Deswegen vielleicht auch ganz einfach mal im großen Garten oder mal auf dem leeren Parkplatz am Wochenende ein bisschen üben. Und wenn der mal abschmiert, mal aus ein paar Meter Höhe, der sieht sehr empfindlich aus, ist er aber ist gar er nicht. Im Gegenteil, ich habe den mit Vollgas gegen unsere Hauswand krachen lassen. Ich habe ihn auch schon abstürzen lassen, Wir testen hier ja immer für Sie, liebe Zuschauer. LX 1026 und die 569 für diesen tollen Outdoor-Hubschrauber. Ein wahnsinnig tolles Teil. Jetzt kommen wir zu einer ganz neuen Generation. Jetzt kommen wir zu Drohnen und jetzt kommt unser Quadrocopter. Da kommt er. Der sieht wirklich fantastisch aus. Vielen Dank. Dankeschön. Wow. Ja, das kann man so sagen. Wow. Ich gebe dir wieder die Fernbedienung. Jawohl, ich weiß, du kannst es nicht lassen. Wunderschön. Ganz ehrlich, diese Drohnen, das war ein Thema auf der Intermodellbau. Da geht es natürlich um Modellbau. Das heißt, die Modelle, die man dort kaufen kann, die man sich dort anschaut, sind in der Regel von verschiedenen Komponenten natürlich dann auch zusammengebaut. Aber gerade diese Drohnen waren ein riesengroßes Thema. Und Drohnen in diesen Größenverhältnissen liegen locker so bei 120 bis 150 Euro. Ist vollkommen normal. So, schalte mal kurz mit dazu. Haben wir sogar noch eine Kamera drunter, liebe Zuschauer. Richtig, ganz genau. Das magische Auge. Das ist der Wahnsinn. Also ich meine, so Flugobjekte schon super toll zum Spielen, zum Spaß haben. Wenn man jetzt aber sagen kann, ich fliege mal ein bisschen rum oder ich fliege mal kurz in die Küche und gucke, was Mama gerade kocht und habe das dann auf Video als Videobeweis, ganz tolle Sache. Das ist großartig, zumal du mit solchen Drohnen natürlich jetzt aus Winkeln Kameraaufnahmen machen kannst, die vor ein paar Jahren noch völlig undenkbar waren. Richtig. Ja. Jetzt guck dir das mal an, auch ein wunderschönes Modell für innen, auch wenn es schon eine recht stattliche Größe hat. Wenn Sie Angst um Ihre Schränke oder um Ihre Juckerpalme haben, dann bitte ganz einfach die Schutzbügel um die Rotoren rummachen. Da kann also wirklich überhaupt nichts mehr passieren. Ja, wenn man möchte, kann man diese Schutzbügel auch abmachen. Und auch da liefern wir natürlich über all unsere Modelle noch Ersatzrotoren und sowas mit dazu, wenn mal ein kleines Malheur passiert. Also nicht gleich schimpfen, das kann schon mal vorkommen. Das passiert den Erwachsenen übrigens genauso. Schau mal, unser Christopher, der geht schon in Deckung hier. Ja, total. Weil das sehr, allein von der Geräuschentwicklung schon wirklich spektakulär ist. Aber bitte, selbst eine leichte Brise draußen, so im Frühjahr völlig normal, steckt der locker weg. Und das hat natürlich auch was. So, jetzt wollen wir das Kerlchen natürlich auch natürlich
das ging schnell. Ab in die Lüfte mit dir. Ein Quadrocopter, liebe Zuschauer, mit einer Kamera drunter, einer HD-Kamera übrigens. Das heißt, die macht gestochen scharfe Aufnahmen. Da kommt einfach eine kleine Mikrokarte rein und dann wird das aufgenommen und dann haben sie wahnsinnig tolle Bilder. Mal von oben filmen, mal einfach über das Haus drüber fliegen, ihr Grundstück filmen, auf einer super Party, so eine Gartenparty, Grillabende, einfach mal den Quadrocopter über die Gäste fliegen lassen und dann richtig spektakuläre Aufnahmen machen, der Wahnsinn. Ja. Wow, du hast ihn gut im Griff, Carsten. Oder? Ja, ich fusche natürlich auch ein ganz klein wenig, muss man gleich dazu sagen. Denn bei so einer Drohne jetzt hier, komm her. Hoppala. Pass mal auf, du hast hier Positions-LEDs. Bei einer Drohne, ich sag mal, bei einem Helikopter siehst du vorne und hin. Das ist klar, ne? Bei so einer Drohne aber sieht das gleich, egal ob sie so fliegen, so oder so. Stimmt. Da sieht jede Ecke gleich aus. Insofern haben wir hier drunter diese Positions-LEDs mit zwei orangenen und zwei grünen. Hier sieht man es natürlich auch noch bei der Kamera. Ja. Die man übrigens auch jederzeit von der Aufnahme, von der Fernbedienung aus zuschalten kann. Das heißt, sie müssen nicht mit eingeschalteter Kamera losfliegen. Sie können die Aufnahme starten, wenn Sie der Meinung sind, jetzt hat die Drohne einen schönen Bildausschnitt, den es sich lohnt aufzuzeichnen. Zurück zu meinem kleinen Trick. Ich habe komischerweise keine Möglichkeit, das von meinem Kopf her umzusetzen, wenn ich auf mich zufliege. Ja. Ja, wenn also die Drohne richtig rumfliegt auf mich zu, muss ich nach links lenken, damit ich nach rechts fliege. Ah, das kriege ich nicht verarbeitet, komischerweise. Richtig. Deswegen drehe ich die Drohne um 180 Grad. Ah. Dann fliegt sie quasi rückwärts auf mich zu. Aber da kann ich ganz normal rechts und links steuern, dann fliegt sie clever. Auch rechts und links. Clever. Das hat was, oder? Ja, also absolut. Möchtest du es mal versuchen? Die ist super einfach zu fliegen. Gerne, bitte gerne, alle gerne. Unsere Fernbedienungen, speziell bei den hochwertigeren Modellen, haben natürlich diese Tarierung mit dabei, dass sie die jederzeit auch auf ihr persönliches Flugverhalten einstellen können. Am Anfang werden sie ein bisschen Gefühl brauchen dafür. Die Kinder sind uns da meilenweit voraus. Sie sind die Controller von der PlayStation, von der Xbox und so weiter gewohnt. Wir Erwachsene brauchen immer ein bisschen Gefühl im Daumen dafür. Aber das haben sie schnell raus. Komm her. Ja, Opa. So, zu mir, ein bisschen höher. Höhe gewinnen, genau. Höher, jetzt komm zu mir, ja. Aber ist die nicht dankbar zu steuern? Die ist super einfach. Die muss natürlich auch gut zu steuern sein und ein stabiles Flugverhalten haben. Speziell die Drohnen haben das über ihre vier Rotoren, damit du auch vernünftige Aufnahmen machen kannst. Ich sag mal, verwackelte Aufnahmen machen natürlich jetzt keinen Sinn, aber dafür ist die Drohne perfekt. Wow, das macht so viel Spaß. Wer hat gesagt, dass das nur Jungs machen? Keiner, oder? Du, das war auf der Intermodellbau, war es Mittwoch, Donnerstag, Freitag eher so, dass speziell die Männer da waren. Ich meine, klar, unterm Strich, Werktage müssen die Leute auch mal arbeiten. Am Samstag waren 90% Familien mit Kindern da. Und gerade in der Flughalle, eine große Präsentationsfläche mit einem großen Netz drumherum, da konntest du mal sehen, wie Profis damit umgehen. Das ist schon irre. Also alleine diese Drohnen, ein Riesenspektakel. Und hier natürlich nicht nur das tolle Flug. Sanfte Landung. Aber beim ersten Mal. Wahnsinn, liebe Zuschauer, Sie sehen jetzt hier nochmal, wir haben draußen ein bisschen Action gemacht mit unserem Quadrocopter und jetzt sehen Sie direkt die Aufnahmen, die aus der Kamera des Quadrocopters kommen. Der Wahnsinn, was für eine Qualität. Und liebe Zuschauer, Sie bekommen den Quadrocopter natürlich inklusive der HD-Kamera für 94,91 und das ist ein Wahnsinnspreis. Wirklich normalerweise hier bei knapp 200 Euro bei uns. Die tollen TV-Sonderpreise, 94,91. Jetzt heißt es schnell anrufen und bestellen. NX12 32 und die 569. Wirklich ein fantastisches Produkt. Kleiner Nachtrag noch, der hat locker 80 Meter Reichweite. Das ist spitze, wow, auch im Vergleich zu den nächsten, die jetzt kommen. Du hast ja den Wechselakku mit dabei. Ja. Kommt normalerweise auch nicht wirklich vor. Und du kannst den einstellen, ob du jetzt Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi bist. Macht's einfach. Wir hatten jetzt gerade auf Mittler, das war die mittlere Stufe. Also insofern, Chapeau, Frau Kollegin. Super. Also unsere Pilotin hier macht lange haben ihr Diplom dafür, aber bei der nächsten Drohne werden sie wahrscheinlich sagen, das gibt's doch gar nicht. Für das Geld absolut unschlagbar. Perfekte Kaufempfehlung jetzt schon von meiner Seite. Sollen wir sie schauen reinholen? Mal an, wir oder? Holen sie rein. Hier kommt sie, unser Hexacopter. Ja. Vielen Dank. Ist das cool. Wahnsinn, das ist Dankeschön. Cool. So, richtig das sind cool. Natürlich auch Modelle, die mich locker mal von dem Kleid von unserer Diana ablenken können. Aber ganz ehrlich, das muss was heißen. Das heißt wirklich was. Das muss was heißen. Guck dir das mal an. Wahnsinn. Ist das nicht irre? Wahnsinn. Das ist ein Kindheitstraum. Das ist etwas wie ein Marsmensch, wie der Heilige Gral. Wie etwas, wo ich sage, das macht dich nicht schöner, es macht dich nicht reicher und es macht dich auch nicht gesünder.
Aber es ist so genial, dass ich es einfach haben muss. Richtig. Kennen Sie das? Sie sehen irgendetwas und denken, an sich brauche ich es nicht. An sich Blödsinn. Der Kopf sagt, hör auf mit dem Quatsch. Aber der Bauch sagt, ich will das haben. Ich will das einfach haben, das Teil. So, jetzt machen wir den natürlich auch mal an. Denn das hier ist wirklich etwas sehr, sehr Spektakuläres. Bitte, mit über 50 Zentimeter Diagonale hier oder beziehungsweise Durchmesser ist das schon eine stattliche Drohne. Oh, ein Hexakopter, ja. Natürlich eigentlich für den Außenbereich. Ja, der hat 500 Meter Reichweite. Das ist eine richtige Ansage hier. Und insofern bitte vorsichtig sein, weil natürlich auch die 6 Rotoren hier alle einzelne Motoren haben. Und die sind schon recht kraftvoll unterwegs. Das müssen sie auch sein, damit die Drohne eine stabile Fluglage erhält. Weil du hast ja noch diese tolle hochauflösende Kamera drunter. Richtig. Ja, und da hat man früher vor 3-4 Jahren noch mit irgendwelchen komischen Actioncams mit GoPros und so weiter gebastelt. Da hat dann so eine Kamera schon 300 Euro gekostet. Heute bekommst du eine komplette Einheit für 285 Euro. Wahnsinn. Die Fernbedienung mit dem tollen Monitor, wo du jederzeit sehen kannst, was die Drohne sieht, was die Kamera während des Fluges sieht. Wow, hier sieht man es. Da fliegt der Hexakopter gerade in einen Sonnenuntergang. Ist das wunderschön. Genial? Und das kann ich jetzt nicht nur auf meiner Live-View-Bedienung sehen, ich kann es auch eben aufnehmen und speichern. Ja, ja. Speicherkarte kommt hier oben in das Gehäuse von deinem Display rein. Aha. Hier kannst du also auch locker bis 32 GB gehen. Da kriegst du schon richtig ordentlich satt Material zusammen. Wow. Ja, und dann fliegst du ganz einfach mal. Du wirst wahrscheinlich vergessen, die Kamera zuzuschalten, weil du so geflasht bist von diesen genialen Bildern, die du da zu sehen bekommst. Definitiv. Alleine von den Kamerawinkeln. Aber wir hatten auf der Bühne hatte ich zwei geübte Taucher, die in Ägypten im Urlaub waren und da mit einer Tauchgruppe ins Wasser gegangen sind. Die haben die Drohne ganz einfach mal übers Tauchboot steigen lassen. Wie cool. Dass du natürlich mal Aufnahmen hast, wie so ein Taucher von mir ist mit einer Actionkamera oder was irgendwo an seinem Jacket oder sowas, ja. Da schon mal Bilder gezeigt hat, haben alle schon mal gesehen. Aber diese Bilder, wie diese komplette Tauchgruppe dann da, du siehst das Wasser, du siehst das Boot von oben aus 20 Meter Höhe, wie die da ins Wasser springen und dann auch so langsam abtauchen, das Wasser ist kristallklar, du siehst die bis 5 oder 10 Meter unter der Wasseroberfläche. Wahnsinn. Das ist spektakulär. Das ist spektakulär, und ja. Wenn du jetzt einfach auch ein Auge hast, wenn du jetzt auch gerne mal fotografierst oder gerne auch schon mal bewegte Aufnahmen machst und gerade mit kleinen Kindern, die Möglichkeiten hatten wir früher nicht. Das ist doch jeder Großpapa, jede Großmama hat doch immer ein Fotoapparat, ein Camcorder, immer zur Hand, immer, dass man die schönen Szenen aufzeichnen kann. Das hier etwas ganz Spektakuläres. Zumal du natürlich auch die Kamera hier vom Winkel her jederzeit stufenlos einstellen kannst. Wow. Mal hier auf 45 Grad zum Beispiel. Super. Auch sehr, sehr schön. Oder ganz mal so toll. Direkt aus der Superman-Perspektive jetzt hier. Ja. Kannst du auch mal machen. Oder eben direkt so mit dem Blick nach vorne. Völlig wurscht. Sie werden ihre Einstellungen finden. Da maße ich mir gar nicht an, Ihnen da Vorschläge zu machen. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, also so eine Qualität hat ihren Preis. Ja. Klar. Und wenn du dir da mal auf den Messen, mit Sonderrabatten auf den Messen, also mal die Drohnen angesehen hast, in diesem Kaliber habe ich wenige gesehen, die unter 1.000 Euro lagen. Wow. Ich habe sie mir extra angeguckt. Die sind natürlich auch optisch unterschiedlich gestaltet. Mal hast du die mit den 4 Rotoren, mal hast du die mit den 6 Rotoren, so wie unser Hexakopter jetzt hier. Unter 750 Euro habe ich keine Drohne gesehen, die auch nur im Ansatz mit unserer mithalten konnte. Puh. Auch von der Verarbeitungsqualität. Aluminiumgehäuse haben wir hier. Die meisten sind reine Plastik, bestehen aus einem Plastikchassis. Und wenn ihr die mal abschmiert auf die Straße, sind die hinüber. Ich glaube, bei 750 Euro würde ich anfangen mit meinem Göttergarten zu diskutieren. Bei 284,91 würde ich aber sagen, du, ich weiß, wie toll das ist und ich weiß, dass du dir das wünschst. Das sind so Dinge, die man sich dann auch einfach mal gönnen darf. Ja, da kann man dann mal sagen, so, der geliebte Ehemann, der geliebte Freund, der möchte das jetzt haben. Dann gönnen wir ihm das. Sie haben hingehört zu Hause, ja? Haben Sie gehört? Sehr gut. Also ich bin wirklich der Meinung, gerade bei solchen tollen Neuheiten wie eine Drohne mit einer Kamera, das ist sowas, da profitieren auch die Frauen davon. Denn wenn die Männer dann mal so richtig cool mit diesem Hexakopter unterwegs sind, dann kann man auch ein bisschen stolz auf die Männer sein. Und die machen dann ganz tolle Aufnahmen. Vielleicht auch von Ihnen, vielleicht von Ihrem Grundstück. Das ist ein Spektakel. Und jetzt schauen Sie mal hier. Das ist eine Outdoor-Drohne. Und deshalb, liebe Zuschauer, lieber draußen. Eigentlich haben wir hier das Verbot zu fliegen, aber der Carsten, der lässt sich das nicht sagen. Das ist mir gerade sowas von egal. Da muss man noch mal ein Schräubchen festdrehen. Da war ich offensichtlich nicht gewissenhaft genug im Vorfeld. Packen wir es einfach mal wieder drauf. Ja? Aber Sie sehen, wie einfach das gemacht wird. Selbst wenn hier mal einer abfliegt, ist das halb so wild. Wir haben also zu jedem einzelnen Modell also auch die Ersatzrotoren und alles mit dabei. Also wenn mal irgendwas kaputt gehen sollte, natürlich, das sind kleine empfindliche Kunststoffteile, das kommt schon mal gelegen.
eigentlich vor, grämen Sie sich nicht. Da ist immer noch ein toller Ersatz mit dabei. Und Sie werden einen Spaß dran haben. Alleine bei diesen Kameraaufnahmen, allein bei diesen tollen Flugmanövern. Und bitte, der hat noch zwei ganz besondere Programme drin. Zum einen eine Art Rückholprogramm, nicht über GPS. Also der, du kannst jetzt hier über eine einzige Taste ganz einfach sagen, fliegt zur Fernbedienung zurück und das Spektakel ganz einfach mal verfolgen. Irre. Wow. Oder ihn auf eine ganz bestimmte Höhe bringen, weiterhin natürlich drehen, fliegen, vorwärts, rückwärts und alles, aber die Höhe bleibt dann gleich für Fotoaufnahmen, wow. Spitze. Die Fotografen sind zum Teil aufs Dachgeschoss geklettert und haben mit der Weitwinkelaufnahme versucht, eine Hochzeitsgesellschaft zu knipsen. Das machen sie jetzt heutzutage mit einer Drohne. Was glauben Sie, was das für tolle Aufnahmen gibt? NX1340 und die 569, gönnen Sie sich es oder gönnen Sie es Ihrem Göttergarten und Sie werden auch viel Spaß dabei haben, bin mir sicher.